Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment, woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet, natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Aber ich habe mich bereits dem Feuer verschworen. Du brichst den Schwur ja nicht. Ich verstehe nicht. Du erweiterst deinen Schwur. Damit wirst du zum Magier der beiden Elemente. Sowohl die Macht des Feuers als auch das Wissen des Wassers stehen dir dann zur Verfügung. Geschickt. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Diener des Feuers, du wirst nun den Segen des Wassers empfangen. Sprich nun die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Mit diesem Schwur einst du die Kraft des Feuers und den Segen des Wassers in dir. Du verbindest das, was vorher getrennt war. Möge dein Leben ein Zeichen des Bundes der Elemente sein. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanus. Aha, ich bin ein Wassermagier. Ich finde das immer so schön zeremoniell. Schweres Wort. Das ist in Gothic 2 nicht mehr so. Finde ich eigentlich schade. Ist das eigentlich besser? Die Robe ist tatsächlich besser. Das ist die einfache Wasserrobe. Es gibt ja noch die hohe, die Saturas trägt, by the way. Gut. Lassen wir das mal unkommentiert, dass die Feuermagier so Pfusche sind. Und Ramsch verkaufen, aber naja. Warte mal kurz. Ich will noch mit dir reden. Magie zu Ehre. Ja, ja. Das da. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren. Jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas.
Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. So kann man es auch formulieren. So, ich könnte jetzt danach... Ach komm, fragen wir danach noch. Ich weiß das sowieso schon, aber... Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Moment, muss ganz kurz das schauen. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Ich lasse mich schon nicht vierteilen. Habe ich? Oh Gott sei Dank, ich habe den Hammer noch, weil den brauche ich nochmal. Ich hatte schon die Befürchtung, ich habe ihn verkauft. Meine Habgier. So, jetzt aber nochmal was, Saturas. Ich habe jetzt 30 Lernpunkte. Ich möchte den fünften Kreis erlernen. Magie zu Ehren. Ja, ist recht. Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch einen weiteren Kreis, den du nicht kennst. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Was kostet 30 Lehrpunkte? Ja, von mir aus. Ich bin bereit für den fünften Kreis. So soll es geschehen. Ich werde dich die Macht des fünften Kreises lehren. Der Sturm des Feuers, die Welle aus Eis und die Macht, Untote zu vernichten, sind wahrhaft mächtige Sprüche, deren Runen dir nun untertan sind. Doch der mächtigste Zauber des fünften Kreises ist die Welle des Todes. Solltest du in den Besitz dieser Rune gelangen, dann bist du im Besitz gefährlicher Macht. Hüte dich vor dem Einsatz dieser Magie. Sie ist eine Gabe des dunklen Gottes. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Erkenne deine Grenzen. Dann wirst du deine wahre Macht erkennen. Gut, dann jetzt noch die hohe Robe, bitte. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Dein bisschen Erz deckt ja nicht mal die Herstellungskosten. Ups. Wie viel Erz habe ich denn dabei? Mögest du in einem Stück... Ja. Wie viel Erz habe ich denn bei? Ah, verdammt. Muss Erz holen gehen. Aber zuerst reden wir mit Gorn. Hallo. Servus. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen, an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Gut, dann speichern. Was ich mich ja immer gefragt habe, es sind ja laut Saturas Geschichte 13 Magier, aber Milton wurde doch erst später, also kam doch erst später hinzu. Zählt er da jetzt schon zu den 13?
13 Magiern? Oder ist es ein Geschichtsfehler? Weil Xardas war ja vorher der Anführer der Feuermagier. Deswegen war ja der Brief, den wir am Anfang bekommen haben, von Pyroka, so hieß der Feuermagier, den wir in der Intro-Szene gesehen haben. Deswegen war der an Xardas gerichtet, nicht an Koristo. Koristo hat ja bloß später diese Rolle übernommen. Das frage ich mich jedes Mal. Und keine Ahnung, vielleicht weiß es einer von euch. Vielleicht weiß das Sota. Sota, du schaust doch bestimmt zu. Vielleicht weißt das du ja gerade zufällig. So, ich brauche Erz. Irgendwas an die 400. Ich habe hier noch 2014. Stimmt, da war was. Habe noch ein bisschen Erz über. Was nehmen wir denn? 2100 brauche ich, nehme ein bisschen mehr. Raus. Ich könnte eigentlich mal schlafen gehen. Dann wird es wieder Tag. Ich habe wieder volles Mana und voll Lebensenergie. So. Warte mal, ich bin jetzt gerade ein bisschen faul. Teleport Wassermagier. Hi. Magie zu Ehren. Gib mir deine Robe, verdammt. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Wassers zu tragen. Dankeschön. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, mache ich. Die hohe Robe des Wassers. Ach, ich hab sie direkt an. Ich Vogel. Ich will die anderen mal verkaufen sogar. Die hohe Robe des Wassers. Schaut doch schnieke aus. So. So mit meinem Breitschwert und meinem Bogen bin ich voll der Magier. Ja. Wie viel? 10 Lernpunkte. Ja, die könnte ich eigentlich für Mana raushauen. Weil bis ich den letzten Kreis lernen kann. Ja, es gibt noch mal einen Kreis. Dauert es noch ein bisschen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Gut, dass du uns beigetreten bist. Ah, ja. Zeig mir deine Ware. Ja, und auf jeden Fall nicht dein Innenleben. Gibt es hier noch... Kugelblitz, ne, habe ich schon. Achso, mehr gibt's ja nicht. Ich war mir überlegen, ob ich einfach noch ein paar Tränke kaufen soll. Mana-Bonus. Da so ein paar 30er Flaschen. 20 Stück. Damit ich hier nicht immer die Kräuter hier benutzen muss. Ach komm, die 6 da, die verkaufe ich jetzt auch nicht mehr an die Leute da unten. Habt ihr hier noch ein bisschen von. So. Zack, 501. Sag, was soll's. Annehmen. Danke. Huch. Wenn du verletzt bist, werde ich dich heilen. Dankeschön. Ich bin aber gerade nicht verletzt. Nefarius. Wie geht's? Ja, ich weiß, ich habe gerade gespeichert. Ich müsste zu Koristo ist tot. Zu Kronos. Also ich halte mich da lieber dem Hüter des Herzes. Ich brauche, ich weiß nicht, Runen vielleicht. Das finde ich sowieso seltsam. Satros hat sich nämlich eigentlich versprochen, weil Sturm des Feuers habe ich ja eigentlich schon, den Feuersturm. Das ist ja, tuck, Feuersturm. Stufe 4, das was er meint, ist der Feuerregen, den man mit Stufe 5 lernen kann. Also mit dem 5. Kreis. Nehme ich mal stark an. Die Eiswellen, Feuersturm. Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Danke. Magie zu Ehren. Ja, ja, Magie zu Ehren. Soll das heißt Belohnung? Echt? Ah, stimmt, da war was. Satoras sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe... Du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Ja, 1000 Erz. Kleine, tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Möchte Runen haben, am besten. Runen. Was hast du für Runen? Eiswelle, Feuersturm. Ne, kenne ich ja schon. Wo die Eiswelle? Soll ich die kaufen? Eispfeil, Kugelblitz, Licht, Eisblock. Eisblock. Schauen wir mal, was haben wir noch? Ach, das war's schon wieder. Die guten Zauber hast du gar nicht.
Blitzaufrechterhaltungszauber. Die nehme ich mit. Die gibt es nämlich nicht als Rune. War nicht besonders schlau. Das ist nämlich nicht der Kugelblitz. Das ist nochmal was anderes. Ich muss mal überlegen, ob ich den Eisblock mitnehme. Ich nehme ihn mal mit. Ach komm, die Eiswelle nehme ich auch noch mit. Dann, was ich nicht mehr brauchen werde, ist ein Feuerball. Den Windfrost will ich auch nicht mehr. Das brauche ich sowieso nicht mehr. Wenn ich die Rune habe, brauche ich das nicht. Das brauche ich sowieso nicht. Ich habe die Rune dazu. Fleischhals behalte ich. Das werde ich nicht machen. Das auch nicht. Das ist noch interessant. Das nehmen wir mal noch. Hier, Feuermagierrobe, die andere Robe. Jetzt habe ich viel zu viel ausgegeben. Scheiße. Gehen wir mal so eine Rune zurück und die andere auch noch. Und jetzt habe ich wieder zu wenig. Scheiße. Kriegsschwert, das war zu viel. Grrr. Kampfschwert, Kampfschwert. Ich halte mich da lieber raus. Kaliusschwert. Noch ein paar Bier, Bier ist gut. Bier, 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 Bier. So. Und noch eins. Komm, trink auf meine Kosten. Hier kriegst du noch ein extra Bier.